Servus und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Chroniken von Griesbach. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir brauchen jetzt Schafe. Ich habe vor, hier Schafe zu besorgen, das ist klar. Wir werden Weizen brauchen. Wir müssen sowieso gucken, dass wir jetzt in Zukunft mal ein großes Weizenfeld anpflanzen, dass wir damit arbeiten können. Ich denke mal, das wäre relativ ratsam. Weil Weizen ist gut, denn wir brauchen viel mehr Weizen. Wenn wir wollen, dass wir die Schafe vermehren und alles und Fleisch kriegen und alles, müssen wir gucken, dass wir auf jeden Fall hier mal relativ viel machen mit Weizen. So, wir gucken jetzt mal nach. Ich hatte ja letztens irgendwo Schafe gesehen. Ich weiß nicht, wo die mittlerweile abgeblieben sind, die Schafe. Wir gucken uns jetzt hier mal ein bisschen um. Okay, ein Schaf gefunden. Ein Schaf gefunden, das ist in Ordnung. Wie machen wir das? Machen wir hier oben eine Schaffarm oder sollen wir die da unten machen? Sollen wir die da unten machen? Komm, lass die mal da unten machen, ne? Lass die mal hier unten machen. Hier eine Schaffarm. Wäre, denke ich mal, relativ nice. Passt auf. Das heißt, wir machen hier eine Schaffarm rein. So, passt auf. Es wird eine Zeit lang dauern, bis wir das fertig haben, klar. Aber das kriegen wir hin. Es soll ja ordentlich werden und vernünftig. Und ja, das machen wir. Das machen wir, Leute. Das machen wir. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem, Leute. Machen wir hier zu. Genau, wir machen hier zu. Dann sollte das eigentlich passen. Dann haben wir Zäune. Wir holen uns Zäune, dann holen wir das Schaf. Das erste zumindest. Ich will rote Betten haben, also müssen wir roten Farbstoff haben. Aber gut, das machen wir alles noch. Das machen wir alles noch. Das ist nicht das große Problem. Eichenholzzaun, perfekt. Haben wir dann auch noch Eichenholzzaun. Da ist Eichenholzzaun-Tor. Eichenholzzaun, perfekt. Dann haben wir das zumindest. Dann haben wir noch irgendwo ein Tor. Schwarzeichenholzzaun. Wir hatten irgendwo noch ein Tor gehabt. Wo ist es? Hier, Bückenholzzaun-Tor. Perfekt. So, das sollte zumindest auch reichen. Locker reichen für die Schafe. Um die hier einzufärschen. Machen wir hier frei. Dann setzen wir hier das Tor hin. Ja, komm, einen Schritt noch. Komm, runter. Runter, runter, runter. Perfekt, war einfacher als gedacht. War einfacher als gedacht. Cool, jetzt müssen wir nur gucken, dass nichts hier reinfällt. Das kriegen wir aber auch noch hin. Wie groß machen wir das? Wie groß machen wir das? Ich würde sagen, bis dahin. Das heißt, das wird zugemacht. Perfekt. Dann wird das hier. Hier kommt ein Zaun hin. Bis
So machen wir bis hierhin. Das heißt, hier kommt der Zaun hin. Ah, falsch. Ah, falsch. Ich mache erstmal so provisorisch zu, ne? Komm schon. Ich mache zumindest erstmal hier provisorisch zu, ne? So, perfekt. So, es wird Nacht, das heißt, wir müssen wieder schlafen gehen. Das machen wir dann mal eben. Wenn wir eben drunter springen, komm, wir springen eben drunter. Autsch. Dann mal schlafen gehen. Perfekt. Einmal trinken und dann geht's weiter. So, wie machen wir das am besten? Da haben wir zumindest einen Zaun. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Zäune. Ja. Noch ein paar viele Zäune. Oh ja. Haben wir hier noch Zäune? Eichenholz noch. Da ist noch Eichenholz. Perfekt. Stickies. Stickies haben wir auch keine mehr, ne? So wie es aussieht. Zumindest nicht mehr viele. Wenn überhaupt. Stickies haben wir auch keine mehr, ne? Oha. Oha. Na gut. Da ist noch 5 Eichenholz. Okay, perfekt. Gut, dann brauchen wir noch Zäune. Siebenundzwanzig Zäune sollte vielleicht reichen. Wir werden gucken. Wir werden gucken. Wir gucken mal. Also ein Schaf haben wir zumindest schon mal hier drin, ne? Das ist schon mal sehr gut. Zweites Schaf wird folgen. Wir müssen aber, wie gesagt, hier ein bisschen frei machen. Damit wir hier ordentlich arbeiten können. So, wir wollen bis hier hingehen, ne? Das heißt, dann müssen wir das hier frei machen. Ich schau mir noch eine Schaufel. Das ist mir sonst zu langwierig. Sollen wir Metallschaufel machen? Komm, wir machen Metallschaufel. Wir haben noch Metall da irgendwo. Da. Perfekt. Dann machen wir mal eine Metallschaufel und dann passt das. Gut, gut. Dann schauen wir mal, dass wir gleich noch ein zweites Schaf kriegen irgendwie her. Irgendwie, irgendwo, irgendwann, ne? Sollte das passen. Wahnsinn, wie schnell das jetzt geht, ne? Wahnsinn, wie schnell das hier jetzt geht. So.
Zack, 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 zack. Sehr gut. Sehr gut. Ein Schaf fällt mir. Dann suchen wir jetzt noch ein zweites Schaf. Da ist Schaf. Da ist ein Schaf. Ein Schaf, ein Schaf, ein Schaf. Da oben hängt ein Schaf. Komm mit. Sehr gut. Komm, komm. Komm her. Komm her. Komm her mit. Du kriegst jetzt ein neues Zuhause. Du kriegst jetzt ein neues Zuhause hier, ne? Komm her. So, dann wollen wir hier mal auslöschen. Achso. Fackel drauf. Hier eine Fackel drauf, da eine Fackel drauf, dann sollte das eigentlich passen mit auslöschen. So, jetzt brauchen wir Farbstoff. Roten Farbstoff, haben wir rote Blumen. Hier hätten wir doch irgendwo rote Blumen noch gehabt, ne? Da oben. Sehr gut. Rote Blumen sind gut. Da haben wir nämlich Farbstoff. Wir brauchen noch einmal roten Farbstoff. Dann haben wir es. Einmal roten Farbstoff, dann haben wir es. Da. Sehr gut. Sehr gut. Leute, sehr gut. Dann haben wir zumindest schon mal rote Wolle. Ne? Dann haben wir zumindest schon mal rote Wolle. Perfekt. Sehr gut. Hier könnt ihr fressen, was das Zeug hält, ne? Fress. Fresst ruhig. Alles gut. Tut euch keiner was. Tut euch keiner was, ne? Gut, dann brauchen wir Holz, um Betten zu machen. Sollen wir nochmal Holz farmen? Wir farmen nochmal Holz. Was soll's? Wir farmen nochmal Holz. Sieht von Tag aus, wir haben noch ein bisschen Zeit. Tropenholz, nee, wir nehmen Birkenholz. Birken oder Eiche? Ich denke mal Birken. Reicht, wenn wir eine Birke fällen. Ich mal aus. Um hier ordentlich was an Holz zu kriegen. Ja, können wir ein bisschen was mitmachen. Wir können jetzt im Prinzip warten, bis wir hier so, Birkenlaub, komm. Das Ding ist mal auch nicht schlecht. Birkenlaub ist, denke ich mal, auch nicht schlecht. Ne?
Komm schon, geh kaputt. Gib kaputt. Da oben. Geh kaputt, Mensch. Geht das jetzt mal kaputt? Sollen wir noch mal mehr Birkenholz holen? Ja, ich hole noch mal mehr Birkenholz. Dann können wir hinten mal eine Birke pflanzen, ein, zwei Birken. Ich meine, Setzlinge haben wir ja genug. Das sollte nicht das Problem werden. Mit den Setzlingen, ne? Können wir hinten noch mal Birken setzen. Ja. Machen wir auch. Machen wir auch. Ich hab's gesagt, es wird gemacht und ja, perfekt. So, gut. Birkensetzlinge. Haben wir hier welche? Nein. Hier haben wir welche. Perfekt, nehmen wir mit. Dann passt das. Vier Birkensetzlinge. Perfekt. Ah, Wolle. Perfekt. Es wird dunkel. Das heißt, wir können jetzt hingehen und einmal schlafen. Sehr gut. Sehr gut. Also hier, Dorf ist schon relativ safe, würde ich sagen. Ich meine, wir haben relativ viele Golems hier. Das ist nicht verkehrt. Wir haben hier die Möglichkeit, weil wir haben hier ein relativ schönes Zimmer jetzt. Wir haben hier eine Werkbank hier. Ne, Werkbank haben wir nicht hier, ne? Ach komm, dann bauen wir uns mal eben noch mal eine Werkbank. Ist ja auch kein Problem. Setzen wir mal dahin. Perfekt. So. Perfekt. Setzen wir mal hier die Betten hin. Ein Bett dahin. Das andere Bett dahin. Perfekt. Mal gucken, ob jetzt schon Dorfbewohner langsam kommen hier. Ne? Ich bin mal gespannt, ob die hier runterkommen. Wäre natürlich nice. Aber gut, schauen wir mal. Schauen wir mal weiter. Schauen wir mal weiter. Vielleicht wird das ja was. Vielleicht wird das ja was. Hier sind irgendwo Zombies, ne? Irgendwo sind hier Zombies. Vielleicht haben wir Glück. Also, ich will jetzt erstmal weiter bauen. Wäre schon mal nice, wenn hier zumindest schon mal etwas stehen würde an Dorfbewohnern, die wir hier leveln können. So, ja, leveln können. Ne? Das wäre natürlich richtig nice. Bauen wir mal hier. Wie viele Spitzhacken bauen wir mal? Wir bauen mal. Ja, komm, 6 Spitzhacken. Komm, wir haben es. Wir haben es, Leute. 6 Eisenspitzhacken. Wir werden jetzt gucken, dass wir hier natürlich frei machen. Ich hoffe, dass die Leute das hier unten auch direkt von selber annehmen. Das wäre natürlich richtig nice. Aber ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Nice wäre das auf jeden Fall. Aber ob wir das Glück haben, ich weiß es nicht. Werden wir sehen.
So, ja, ich möchte das hier im Prinzip relativ ordentlich haben. Das heißt, ich möchte hier zwei Abstand haben, damit man hier drei Abstand, ja, kommt drei Abstand. Das heißt, ab hier wird dahinter das Zimmer entstehen, das erste. Ne? Das erste Zimmer wird. Da entstehen. Okay, da ist eine Höhle. Eine Höhle, eine Höhle, eine Höhle. Passt auf. Dann gehen wir hin und bauen uns mal eine Kiste. Oder machen wir mal zwei Kisten. Wir machen zwei Kisten, passt auf. Dann packen wir nämlich mal Material da rein und dann können wir da unten in die Höhle rein und safen. Spitzhacke, zack, 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 zack. Einfach da rein, zack, 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 zack. Alles rein, was wir gerade nicht brauchen. Schwert brauchen wir, das brauchen wir. Die Spitzhacke brauchen wir. Die kann erstmal da rein. Die kann da rein, das brauchen wir nicht. So, gut, wir gucken jetzt mal oben. Ich habe einen Händler gehört. Ich habe hier irgendwo einen Händler gehört. Da ist er doch. Oder was gibt da? Farn, hellgrauer Farbstoff, Melonenkerne. Schwarzeischen setze. Melonenkerne wären interessant. Ein Smaragd für einen Melonenkern. Das wäre nice. Das wäre nice. Ich glaube, wir holen mal am besten Smaragd. Sagen wir ein Smaragd holen. Wir holen ein Smaragd. Sollte reichen. Dann hätten wir zumindest auch Melonen, Leute. Ne? Melonen wäre nice. Cool. Melonen wäre nice. Die holen wir uns. Und jetzt ist gerade die Folge schon wieder vorbei. Alter Schwede. Es vergeht ja wie sonst noch was hier die Zeit. Heftig, 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 heftig. Na komm schon. Ich hätte gern Melonenkern. Danke sehr. Bist du jetzt günstiger? Nö. Schade. Na gut. So, hätten wir zumindest Melonenkern. Cool. Cool. Perfekt. Packen wir mal hier mit rein in die Wurstelkisten. Gut, ich würde sagen, dann war es das für diese Folge leider auch schon wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir mal gucken, dass wir hier unten die Höhle mal machen. Ich bin mal gespannt, wie es ausgeht in der Höhle. Ich weiß es noch nicht. Wir werden es sehen. Sieht auf jeden Fall richtig interessant aus da. Können wir schon irgendeine Fackel setzen oder so? Also was ich höre, sind auf jeden Fall Skelette, Zombies höre ich irgendwo. Ich weiß nicht, wie weit es da geht. Wir werden es sehen in den nächsten Folgen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dahin. Servus und tschüss.